Lammakadie, ich habe gehört, hier können Mitarbeiter vergünstigt trainieren, auch so unter steuerlichen Gesichtspunkten fürs Unternehmen. Kannst du mir da was dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Sagt dir der Begriff kleine Sachbezugsfreigrenze etwas? Ja, sagt mir was, wir wenden das teilweise auch schon an. Okay, super. Dann wirst du ja wahrscheinlich auch wissen, dass du bis zu 44 Euro im Monat steuervergünstigt pro Arbeitnehmer aufwenden kannst, um sie finanziell zu unterstützen. Mhm, ja, okay. Und wie wäre der Ablauf? Wie würde das gehen? Wir machen dann einen Vertrag zusammen, oder? Genau, also das Vitalaktiv Prignitz macht mit deinem Unternehmen, also mit dir, einen Gesundheitskooperationsvertrag. Mhm. Und du müsstest dann entscheiden, was deine Ressourcen sind, also wie viel du zur Verfügung hast, um deinen Mitarbeiter zu unterstützen. Ja. Zum Beispiel 4, 6, 8 oder 10 Euro pro Woche pro Arbeitnehmer. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir die 44 Euro nicht überschreiten dürfen. Und der Mitarbeiter, der Interesse hat, hier dann sportlich aktiv zu werden, vereinbart dann wiederum auch noch den Mitgliedschaftsvertrag mit uns, wo dann einfach der Differenzbetrag eingetragen wird. Also das, was noch zu zahlen wäre. Also die Vergünstigung für den Mitarbeiter ist, dass er einfach den Differenzbetrag noch bezahlt zwischen dem, was das Unternehmen dazu gibt, genau, jetzt mal, und zum Gesamtbetrag. Richtig, genau. Okay. Wie finden wir die Mitarbeiter? Macht ihr da Werbung für oder kommt ihr ins Haus und stellt das mal vor oder ihr? Also wir hätten die Möglichkeit, dass wir direkt zu euch vor Ort kommen, einen Vortrag halten, darüber informieren, über unser Angebot informieren. Ja. Und dann würden wir euch einfach einladen, die Mitarbeiter, die denn daran Interesse haben, hier vor Ort ein Probetraining zu machen, vielleicht sogar auch 14 Wochen Zeit zu geben, um zu gucken, ob es was für sie wäre. Mhm. Und dann würde das Ganze ins Rollen kommen. Also es gibt auch so einen Schnupperzeitraum, ne? Richtig, genau. Okay. Ja. Ja. Schön. Wollen wir mal gucken nach dem Termin? Ich würde mal sagen, wir schauen nach dem Termin und dann legen wir los. Ja, schön.